Ja, ich treffe hier am Stand vom Hashtag Cluster Switzerland wichtige Leute, unter anderem aus dem Kanton Schwyz. Toll, dass wir uns sehen, was tut er? Ja, freut mich. Es ist wunderbar, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr hier zu sein, wo sich die ganze Szene trifft und man sich natürlich wunderbar vernetzen kann. Ja, jetzt pflegen wir ja durch die Kommunikation mit dem Kanton Schwyz schon einige Verbindungen. Erzähl einfach mal ein bisschen über den Kanton, der interessiert mich. Ja, du sagst Verbindungen, ja, wir treffen uns immer wieder von der Medica bis zur Swiss Medtech Richtig, Expo ja. und wo auch immer. Und der Kanton Schwyz ist eigentlich super zentral gelegen am Zürichsee. Viele gehen davon aus, es ist der Kanton Zürich oder es ist Zürich, aber es ist ein eigenständiger Kanton am Zürichsee. Und ja, wir haben extrem tiefe Steuern, wir haben eine sehr starke Industrie, sind absolut top, was das Ranking betrifft, im Standortwettbewerb. Und wir profitieren oder spielen eigentlich mit der Kleinheit, die wir haben. Kleiner Kanton, kleine Verwaltung, schlanke Verwaltung. Wir sind nahe bei den Leuten, bei den Bürgern, bei den Firmen. Und diese Nähe, die wollen wir ausspielen. Ja, ich sehe, dass es sehr interessant ist hier. Ich habe den Kanton Schwyz jetzt auch schon bereist. Ich habe ihn mir etwas genauer angeschaut, gescannt, wie man Neudeutsch sagt. Ich stelle fest, dass er durchaus eine etwas interessante Zweiteilung hat, nämlich diese direkte Lage am Zürichsee, diese ganz, ganz dicht besiedelten Gemeinden um Feusisberg-Wollerau herum und dann, wenn man über den Sattel fährt, eben der Ort Sattel und Rotenturm bis hinüber nach Schwyz, bis am Vierwaldstätter See. Ich finde das eine tolle Gegend und ich glaube, da passiert sehr viel. Unglaublich schön, wie du den Kanton so gut kennst. Ja, es ist wirklich so ein urbaner Teil, auch mit den tiefsten Steuern am Zürichsee. Und dann ist man in 15 Minuten in einem Skigebiet. Wir haben drei Golfplätze, man kann wandern, kann in die Natur gehen. Aber auch im Gebiet, das ein bisschen weniger weit weg, ein bisschen weiter weg ist, haben wir eine sehr starke Industrie, die ist dann aber eher auf Produktion, also nicht auf die Headquarters ausgerichtet, die am Zürichsee sind. So, hier haben wir eine schöne Zweiteilung. Ja, jetzt. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, wie sich das zwischen der GBN, zwischen mir und dem Kanton Schwyz weiterentwickelt. Und ich sehe das Ganze jetzt einmal sehr positiv und vor allem sehr interessiert. Ich finde es immer toll, wenn du da bist und wir haben immer Zeit, dich auf einen Kaffee einzuladen, weil ja, super Firma, super Kontakte, Medica und so, es ist immer schön mit der GBN System. Da freue ich mich drauf. Danke, Danke, Urs. Sigi, alles Gute.